Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute haben wir ein richtig spannendes Thema am Start. Was passiert eigentlich, wenn keiner von uns zur Wahl geht? Ja, ihr habt richtig gehört. Wir machen ein kleines mathematisches Experiment und schauen uns an, wie die politische Landschaft in Deutschland aussehen würde, wenn die Wahlbeteiligung gegen Null gehen würde. Also guckst du. Denn das wird ein echter Augenöffner. Wenn in Deutschland bei einer Wahl niemand wählen gehen würde, wäre das Ergebnis in der Tat ein drastisches Signal. Rechtlich gesehen ist das Wahlrecht in Deutschland ein Grundrecht. Aber es ist nicht explizit festgelegt, dass eine Wahl wegen Nichtbeteiligung ungültig wäre. Die Ergebnisse der Wahl würden trotzdem zählen. Selbst wenn nur eine geringe Beteiligung vorhanden wäre. Ja, richtig gehört. Es gibt keine spezifische Regelung, die vorschreibt, dass die Wahl wiederholt werden müsste oder dass eine Nichtbeteiligung ein automatisches Regierungswechseln auslösen würde. Schön wäre das, gell, so hin und wieder. Lasst uns gemeinsam schmunzeln, rechnen und verstehen. Wenn zum Beispiel nur 5 Menschen wählen gehen würden, ich weiß, utopisch, aber angenommen, nur angenommen, es gehen nur 5 Menschen wählen. Wie würde dann eine Regierung aufgestellt werden können? Natürlich kann man das ja dann hochrechnen. Nun, passt gut auf. Wenn nur 5 Menschen wählen gehen würden, wäre das natürlich extrem untypisch und würde das Wahlergebnis stark verzerren. In der Praxis würde eine solch minimale Anzahl an Wählern dennoch nicht die Legitimität einer Regierung in Frage stellen, da die Wahlbeteiligung in Deutschland nicht das einzige Kriterium für die Legitimität einer Wahl oder der Regierung ist. Die Stimmen der wenigen Wähler würden zählen und je nach Wahlergebnis würden die Sitze im Parlament verteilt. Es wäre allerdings ein extrem unwahrscheinliches Szenario und würde viele Fragen zur Repräsentativität und Legitimität aufwerfen. Aber in der Theorie könnten diese 5 Stimmen den Unterschied machen, ja? Also zu meinem und zu eurem Verständnis. Diese 5 Stimmen würden tatsächlich die Basis für eine Regierung bilden. Wie sähe denn dann die Sitzverteilung aus? Wie viele Menschen säßen denn im Parlament? Wenn nur 5 Menschen wählen gehen würden und wir hypothetisch annehmen, dass alle 5 Menschen unterschiedliche Parteien oder Kandidaten wählen würden, was schon ziemlich unwahrscheinlich ist, dann würde jede der gewählten Parteien oder Kandidaten 1/5 der Stimme erhalten. Dies würde auf den ersten Blick bedeuten, dass keine Partei eine Mehrheit hätte. Und es wäre ziemlich kompliziert, eine Regierung zu bilden. In der Praxis würde wahrscheinlich eine Koalition aus den gewählten Parteien versucht, eine Mehrheit im Bundestag zu erreichen. Aber das wäre wirklich ein extrem unwahrscheinliches Szenario. Ich weiß. Es zeigt aber, wie wichtig die Wahlbeteiligung und die Verteilung der Stimmen für die parlamentarische Demokratie sind. In der Theorie ja. In der Theorie sind Wahlen wichtig. Aber schauen wir mal weiter. Aktuell sind mehr als 700 Sitze. Ist jetzt die Anzahl der Sitze unabhängig von der Wahlbeteiligung oder bilden die sich durch die Landeswahlen? Die Anzahl der Sitze im Deutschen Bundestag ist nicht direkt von der Wahlbeteiligung abhängig. Die Sitze werden durch das Wahlergebnis in den Bundesländern und den jeweiligen Wahlkreisen bestimmt. Jedes Bundesland hat eine bestimmte Anzahl von Sitzen, die basierend auf seiner Bevölkerungsgröße festgelegt ist. Wenn die Wahlbeteiligung also niedrig ist, werden trotzdem alle Sitze im Bundestag besetzt, aber die Verteilung und Repräsentation könnten aufgrund der niedrigen Wahlbeteiligung verzerrt sein. Es ist also so, dass jeder der Wähler einen Einfluss auf die Sitzverteilung hat, aber die Gesamtzahl der Sitze im Bundestag selbst bleibt unverändert.
nur zum Verständnis, ausgehend von 700 Sitzen, um rechnen zu können. 700 Sitze für den Bundestag, nur 5 Menschen gehen wählen. Jeder der etablierten Parteien bekommt eine Stimme. Wie soll sich da eine Koalition bilden? Rechnerisch. Also 3 Stimmen gegen 2, verstehe ich das korrekt? Wenn jetzt nur 5 Menschen wählen gehen und jede der etablierten Partei eine Stimme erhält, dann wäre das tatsächlich ein extrem ungewöhnliches und unwahrscheinliches Szenario. Bei einer Verteilung von 3 Stimmen für eine Partei und 2 Stimmen für die andere Partei, angenommen die übrigen Parteien erhalten keine Stimmen, könnte theoretisch eine Koalition zwischen den beiden Parteien mit den meisten Stimmen gebildet werden. Nochmals, in der Praxis wäre es jedoch sehr problematisch, eine stabile Regierung mit einer solchen geringen Wahlbeteiligung und einer so verzerrten Sitzverteilung zu bilden. Normalerweise gibt es eine Vielzahl von Parteien und eine komplexere Sitzverteilung, die die Bildung von Koalitionen und Regierungen erleichtert. Nee, die Frage war, jede Partei erhält eine Stimme. CDU, FDP, SPD, die Grünen und die AfD. Die Linke gibt es ja nicht mehr. Um eine Mehrheit zu bekommen, müssten ja jetzt 3 Parteien koalieren, korrekt? Wenn jede der etablierten Parteien genau eine Stimme erhält, dann wäre die Situation tatsächlich komplizierter. Um eine Mehrheit von 351 Sitzen, also mehr als die Hälfte von 700 zu erreichen, müssten tatsächlich 3 oder mehr Parteien eine Koalition bilden. In einem solchen extremen Szenario wäre die Regierungsbildung äußerst kompliziert und würde wahrscheinlich zu politischen Verhandlungen führen, um eine Mehrheit im Bundestag zu sichern. Ja, es geht immer nur um eine Mehrheit im Bundestag. Nicht etwa um das Wohl Deutschlands. Also weiter in der Mathematik. Wie errechnen sich dann die Sitze? Hieße es dann 1/5 von 700 Sitze für jede Partei? In einem mathematischen und hypothetischen Szenario, in dem nur 5 Menschen wählen gehen, und jede der etablierten Parteien genau eine Stimme erhält, wäre die Sitzverteilung eine prozentuale Zuweisung der 700 Sitze, basierend auf dem Anteil der Stimmen, die jede Partei erhalten hat. Wenn also jede Partei genau nur eine Stimme von den 5 insgesamt erhalten würde, dann hätten alle Parteien denselben Anteil an den 700 Sitzen. In diesem Fall wäre es 1/5 von 700 Sitzen, was 140 Sitzen entsprechen würde. Also ja, in diesem speziellen Szenario hätte jede Partei theoretisch Anspruch auf 140 Sitze von den 700 im Bundestag. Also würde eine 3-Parteien-Koalition ausreichen, um eine Regierung zu bilden? Genau. Wenn jede der 3 Parteien jeweils 140 Sitze von den 700 Sitzen erhalten würde, dann hätten sie zusammen eine Mehrheit von 420 Sitzen. 140 plus 140 plus 140. Das wäre eine klare Mehrheit und sie könnten eine Regierung bilden. Na, das nenne ich, das Volk hat die Macht. Achtung, Sarkasmus. Ja, in einem solchen Extremszenario wäre das definitiv ein Beispiel für eine absurde Interpretation von das Volk hat die Macht, Sarkasmus pur. Also ist es eigentlich scheißegal, wie viele Menschen wählen gehen. Es wird immer eine Regierung gebildet werden können. Was aber, wenn tatsächlich niemand wählen geht? Wirklich niemand. Wenn tatsächlich überhaupt niemand wählen geht, wäre diese Situation sicherlich ein politisches Erdbeben. Die rechtlichen und politischen Konsequenzen wären wahrscheinlich immens und es wäre eine noch nie dagewesene Krise für das politische System.
In der Praxis ist diese Wahrscheinlichkeit, dass wirklich niemand wählen geht, äußerst gering. Aber ja, es würde das System vor extremen Herausforderungen stellen. Dann kann doch auch gar keine Regierung gebildet werden können, oder? Zumindest nicht demokratisch. Yep. Genau, in einem solchen Extremszenario könnte keine Regierung auf eine demokratische Weise gebildet werden. Das würde definitiv zu einer verfassungsrechtlichen Krise führen. Das wäre wirklich ein Game Over für die Demokratie. Okay, dieses Game Over ist ja bereits schon erreicht. Aber das ist ein anderes Thema. Was, wenn keine etablierten Parteien eine Stimme bekämen, sondern die anderen unbedeutende wie Parteien für den Tierschutz, die Partei des lilanen Delfins und so weiter? Wie wird dann die Regierung gebildet? Werden dann diese Parteien die neue Regierung werden? Wenn nur unbedeutende Parteien Stimmen erhalten und die etablierten Parteien leer ausgehen, würde das politische System sicherlich ordentlich durcheinandergewirbelt werden. In einem solchen Szenario könnten tatsächlich die kleinen Parteien die Macht übernehmen. Aber um eine Regierung zu bilden, bräuchten diese Parteien immer noch eine Mehrheit im Parlament. Wenn keine klare Mehrheit zustande kommt, könnte es zu sehr komplexen Koalitionsverhandlungen kommen oder es müssten Neuwahlen ausgerufen werden. Es wäre auf jeden Fall ein ziemliches Chaos. Angenommen und nur angenommen, diese Lila-Partei erhält tatsächlich 51% Wählerstimmen. Bildet sie dann die Regierung? Braucht es da aber nicht auch Parlamentarier aus den Landeswahlen? Wenn die Lila-Partei 51% der Wählerstimmen erhält, würde sie eine klare Mehrheit im Bundestag haben. In diesem Fall könnte sie die Regierung bilden und den Kanzler bzw. die Kanzlerin stellen. Die Sitzverteilung im Parlament würde auf Basis der Landeswahlen und der Zweitstimmen der Parteien erfolgen. Das heißt, die Lila Partei würde entsprechend ihrer Prozentzahl Sitze im Bundestag bekommen. Die genaue Verteilung und wie die Regierung dann konkret gebildet wird, hängt von den parlamentarischen Gegebenheiten und den politischen Absprachen ab. Aber ja, eine klare Mehrheit würde es der Partei ermöglichen, die Regierung zu bilden und zu steuern. Aber das würde dann keine 700 Sitze im Parlament bedeuten, oder? Ja, das würde nicht 700 Sitze bedeuten. Wenn die Lila-Partei also 51% der Wählerstimmen erhält, hätte sie zwar eine klare Mehrheit und könnte die Regierung bilden, aber die Gesamtzahl der Sitze im Bundestag, aktuell mehr als 700, wäre in dem Fall nicht ausschließlich mit Abgeordneten der Lila-Partei besetzt. Sie würde entsprechend ihres Prozentsatzes Sitze erhalten und die restlichen Sitze würden auf die anderen Parteien verteilt werden, die ebenfalls Abgeordnete im Parlament hätten. Was ihnen ja genau genommen nichts nützen würde, denn wer hat die Mehrheit? Genau. Fällt euch etwas in diesem System auf? Jetzt kann sich jeder Gedanken darüber machen, ob er wählen geht, nicht wählen geht, seinen Wahlzettel ungültig macht oder sonst was. Ganz demokratisch natürlich. Vielleicht wäre es aber auch eine Überlegung wert, sich die Lila-Partei oder andere nicht etablierten Parteien anzuschauen. Was denkst du? So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt einen interessanten Einblick in das parlamentarische System in Deutschland bekommen. Und ratet mal was. Im nächsten Video gehen wir noch tiefer in die Materie ein. Wir schauen uns die Einführung des parlamentarischen Systems genauer an und werfen einen Blick auf die historischen Meilensteine, die Deutschland zu dem gemacht hat, was es heute ist. Was es auch immer aus Deutschland gemacht hat. Also bleibt dran, abonniert den Kanal
und lasst uns weiterhin gemeinsam auf dieser spannenden Reise durch Politik und Gesellschaft gehen. Weisheiten zu mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis, bis zum nächsten Mal, Kommentare erwünscht.